Jetzt hier mit Hanno Kowalski, er ist Managing Partner bei der FAP Invest. Herzlich willkommen, Herr Kowalski. Dankeschön. Wir wollen über Real Estate Debt sprechen. Wenn wir auf die aktuelle Marktphase und institutionelle Anleger gucken, ist das im Moment ein Thema, Real Estate Debt Funds? Die Frage ist natürlich breit aufgestellt. Es ist ein großes Thema und es hat zwei Aspekte. Es hat natürlich im Moment für viele Anleger den Blick zurück auf Investments, die schon, ich sag mal, vor der Krise eingegangen worden sind als Immobilienkredite, die heute sicherlich ihre Probleme haben. Gleichzeitig gibt es aus der Krise natürlich eine ganze Menge neue Möglichkeiten mit dem Blick nach vorne. Und das ist auch gerade dieses Thema, wo treffen sich beide Seiten? Wo werden bei Investoren gerade Gelder frei? Wo kommt man aus alten Investments raus und welche Möglichkeiten gibt es nach vorne? Es gibt immer so diesen direkten Vergleich zum Fixed-Income-Bereich, aber gerade auch die jetzige Marktphase hat ja auch die Renditen im Immobilienbereich, in der Immobilienfinanzierung angepasst. Insofern gibt es tatsächlich, auch wenn man es in der Marge betrachtet, diesen Schub insgesamt bei alternativen Finanzierern mit höheren Renditen, bei tatsächlich niedrigeren Risiken. Also insofern, ja, es ist ein Thema, es ist auch für Investoren ein Thema, die sich sukzessive wieder in Stellung bringen, aber noch nicht direkt auf der Käufer- oder auf der Zeichnerseite sind bei Kreditfonds im aktuellen Moment. Vor der Zinswende war ja Mezzanin ein großes Thema. Das ist ja, wie soll ich sagen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Vielleicht freundlich formuliert, genau. Vielleicht können Sie mal kurz ausführen, was sich da innerhalb der Asset-Klasse verändert hat und welche Strukturen so quasi jetzt leider Zinswende ganz sind. Ganz wichtiger Punkt. Also wir merken auch im Moment, allein der Begriff Mezzanin darf heute fast nicht verwendet werden, weil er schlichtweg mit Komplettabschreibungen, Verlusten eins zu eins in Verbindung gebracht wird. Wobei das dem Begriff nicht, also eigentlich nicht ganz gerecht wird. Vielleicht sauberer ist es formuliert, vielleicht eher die Junior-Tranche oder eine Nachrangfinanzierung. Und die hat natürlich auch in der jetzigen Landschaft wieder absolut ihre Berechtigung zu ganz anderen Konditionen und ganz anderen Risikoclustern. Per se hat sich es aber natürlich enorm gewandelt. Also früher war Mezzanin-Kapital einfach das Synonym für hohe Erträge. Heute sind es tatsächlich die Renditen aus den alten Mezzanin-Verträgen, die sich heute auf Whole-Loan-Basis, also mit erstrangbesicherten Immobilienfinanzierungen abbilden lassen. Insofern hat sich das Thema deutlich verschoben. Das Interesse liegt eigentlich eher auf Whole Loans. Auch an einem anderen Gesichtspunkt, dass man aus der Krise heraus gelernt hat, im Nachgang ist das Durchsetzen der eigenen Forderungen doch schwieriger, nicht ganz so einfach. Im Whole Loan bin ich einfach in der ersten Position mit einer erstrangigen Grundschuld, erstrangigen Sicherheit unterwegs und kann natürlich meine Ansprüche auch anders durchsetzen. Insofern, das Sicherheitsgefühl ist ein deutlich größeres auf der Holon-Seite. Okay, also fassen wir zusammen. Erste Klasse hat sich doch ganz schön verändert. Absolut. Dann gucken wir mal auf Ihre Fonds. Sie sind ja mit einem Artikel 9 Fonds am Markt sozusagen, seit einem Jahr schon. Das ist ja die Königsdisziplin aller ESG-Fonds, wenn man so will. Wie ist da so die Resonanz und vielleicht auch welche Nachhaltigkeitskriterien legen Sie da an, damit Sie diese hohen Standards erfüllen? Also wir haben auch da ein sehr, sehr zweigeteiltes Bild. Wir sehen bei Investoren durchaus in der einen Hälfte ein sehr großes Interesse nach Nachhaltigkeitsfonds, nach Impactfonds, auch als Überzeugungstäter. Und so sehen wir uns auch. Wir machen es nicht einfach aus einem, ich habe einen Marketingaspekt und habe hier einen Artikel, den ich einfach als solchen positionieren möchte unter Marketing-Gesichtspunkt, sondern wir sehen wirklich dahinter auch eine Überzeugung, einen Beitrag, einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu liefern in der Immobilienbranche mit diesem Finanzierer. Gleichzeitig sehen wir auch eine ganze Reihe Skeptiker, durchaus auch bei Investoren, die sagen, ist das nicht zu weit vorgeprescht, ist das mit Auflagen verbunden, die man vielleicht nachher renditeseitig im Fonds gar nicht umsetzen kann. Und das ist tatsächlich keine ganz einfache Aufgabe. Bedauerlich ist im Moment, dass bei vielen dieses Thema in der schwierigen Situation als Ganzes im Moment einfach in den Hintergrund gerutscht sind, weil man eigentlich eher wertsichernd kurzfristig unterwegs ist als mit einem langfristigen Blick nach vorne. Gleichzeitig kommt bei vielen Häusern das Thema auf, weil alle doch anerkannt haben, ESG geht nicht weg, ist auch wenn ich es verschiebe in meiner Allokation. Es ist kein Thema, das man lange aufschieben sollte. Insofern, wir verspüren Nachfrage, aber es ist ein sehr zweigeteiltes Bild und sind leider auch wenig Vergleichsfonds am Markt. Also im Kreditfondsbereich gibt es kaum Benchmarks an anderer Stelle, die als Artikel 9 von unterwegs sind. Okay, noch mal ganz kurz eine Nachfrage und bitte um kurze Antworten. Ja. Welche Kriterien legen Sie an den Artikel 9 Fonds? Also was... Ja, also im ESG stellen wir erfüllt ihr Fonds. Genau. Wir stellen auf zwei Faktoren, also entweder oder, es ist kein Verrechnen miteinander, entweder auf das E, also nachhaltige Investments, das heißt im Prinzip eine Verbesserung der CO2-Bilanz, wenn man es ganz stark reduziert, okay, im finanzierten Objekt, und zwar mit einem positiven Impact über die Finanzierungszeit, oder auf dem S, auf der sozialen Seite, das heißt Mieterstruktur, Förderung von
von sozial verträglichen Projekten, die auch eingebunden werden. Also die beiden Möglichkeiten haben wir, die das abdecken. Das G ist relativ schwer abbildbar in der Immobilienbranche. Okay, und dann eine letzte Frage, wenn wir jetzt mal ein Jahr in die Zukunft blicken. Welche Markterwartungen haben Sie für Real Estate Debt? Wird das Segment an Fahrt aufnehmen? Also wir sehen schon sehr große Nachfrage. Viele, die sich positionieren mit dem Blick nach vorne auf diese 12 Monate. Größte Herausforderung wird sein, wo kommt die Liquidität her, um auch wieder neu zu investieren? Wir stehen gerade im Kreditbereich fest, dass vieles noch festgefahren ist, dadurch, dass Rückflüsse einfach nicht kommen aus den Quellen, aus denen sie gerade termingerecht kommen sollten. Die braucht man natürlich auch wieder, um nach vorne neu investieren zu können. Insofern, im Moment ist das größte Problem eine Liquiditätssituation. Sobald dieser Knoten platzt und sich öffnet, geht's nach vorne. Wir sehen allerdings heute schon sehr viele ausländische Investoren. Das, was ich eben beschrieben, ist das deutsche Bild. Ausländische Investoren, die sich tatsächlich sehr stark positionieren im deutschen Real Estate-Markt und nach Gelegenheiten suchen, auch mit großem Kapital, in Form von also großen Volumina. Herr Kowalski, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Dankeschön.